Sieht das gut hier aus? Sieht das gut hier aus? Guck mal, da mache ich so schön für dich. Und hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa, wie man so schön sagt. Mein lieber Freund, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und heute gibt es eine Ankündigung bei mir auf diesem Kanal bei Dom und seiner Wing Chun Gruppe. Was ist da los? Wieder eine Ankündigung? Wieder ein Udemy-Kurs oder sowas? Wofür du teuer Geld bezahlen musst? Nein, Quatsch. Machen wir nicht. Letztens kam einer meiner Jungs zu mir und sagte, Dom, du musst mal bitte alle Verformungen im Wing Chun zeigen. Ja, und die abfilmen, damit wir uns das angucken können, wie die jeweiligen Verformungen überhaupt funktionieren. Alle Verformungen, habe ich mir gedacht, ich glaube, wahrscheinlich selbst wenn ich alle Verformungen aufschreibe, werde ich mit Sicherheit irgendwas vergessen. Aber wir werden das machen. Wir werden wahrscheinlich nicht alle zusammenbekommen, aber einen Großteil der Verformungen. Und das heißt also, wir kündigen jetzt hier an, für dich, es kommt Wing Chun Kompakt. Nice. Ha! Namen habe ich mir nicht ausgedacht. Worum soll es da gehen? Wir werden für dich, für dein Training zu Hause, kurz, knapp und schmerzlos im besten Fall Verformungen zeigen, die du zu Hause vor dem Spiegel oder mit einem Trainingspartner sehen kannst, trainieren kannst. Und da gehen wir mal auf die verschiedenen Verformungen ein, die es so im Wing Chun gibt. Leute, die Wing Chun machen, die kennen das, ne? Es gibt ja nicht nur Pak Sau, Bong Sau, Tan Sau und so weiter. Es gibt ja noch eine Menge mehr. Und da werden wir mal drauf eingehen, auf die verschiedenen Verformungen und Anwendungsbeispiele. Nur mal so ein Beispiel, wo liegt der Unterschied zwischen einer Sinim Tau Lan Sau und einer Cham Kyu Lan Sau? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Leute, die Wing Chun machen, sind jetzt hier angesprochen, ne? Die Fachchinesisch beherrschen. Ihr wisst, was ich meine. Gibt es da Unterschiede? Und was ist mit dem V-Stoß? Mit dem Sau Kün, ja, dem V-Stoß? Gibt es immer nur den mit innenliegenden Ellenbogen oder nicht? Wo besteht der Unterschied zwischen dem V-Stoß in der Sinim Tau und dem V-Stoß in der Cham Kyu? Oder vielleicht noch ein Unterschied zu dem V-Stoß in der Bjutsu-Form? Alles Formen innerhalb des Wing Chun-Systems. Wer sich mit den Formen auseinandersetzen will, jetzt kommt eben die kleine Werbung. Udemy-Kurse gibt es dafür, gibt es immer wieder Rabatte. Schau dir das an, ich hau das mal unten rein. Und dann kannst du dir alle Formen, wenn du sie lernen möchtest, angucken. Sind gut bewertet übrigens bei Udemy. Ich bin ganz erstaunt. Habe ich gar nicht so schlechte Arbeit geleistet, muss ich sagen. Ja, ich freue mich sehr darüber und bin hoch motiviert. Das ist allerdings jetzt hier kein Udemy-Kurs, sondern jetzt geht es wirklich kompakt darum, wie mache ich überhaupt einen Tanso? Wie mache ich überhaupt einen Bongsau? Wie mache ich überhaupt irgendwas, um im Leben, wenn mich einer angreift, handlungsfähig zu sein mit den Techniken, mit dem Technikportfolio, was mir zur Verfügung steht. Ja? Was ist eine passive Verformung? Was ist eine aktive Verformung? Und das wird kurz und knapp in kurzen Videos verdeutlicht. Ja. Und jetzt bist du natürlich auch gefragt, denn du kannst jetzt, obwohl du kein Kanalmitglied bist, noch nicht, hoffe ich, ja, du kannst jetzt schauen, indem du unten in die Kommentare reinschreibst, was dich für eine Verformung besonders interessiert. Das kannst du machen. Und ich lese mir das natürlich, ihr kennt mich, ne? Ich lese alle Kommentare gnadenlos. Ich lese mir alles durch. Es sei denn, ich kriege mal keine Push-Up-Nachricht von YouTube, wo mir nicht angezeigt wird, dass ich einen neuen Kommentar bekommen habe. Das gibt es nämlich. Und das dürft ihr mir dann nicht übel nehmen. Mir hat nämlich mal einer geschrieben, hey Dom, du hast dann irgendwann gar nicht mehr drauf geantwortet. Ja, ich habe nie eine Nachricht bekommen von YouTube, dass eine Antwort erfolgt ist. Sei es drum, aber die Kommentare unter diesem Video, das verspreche ich dir, werde ich mir durchlesen. Und ich werde mir angucken, was dich da draußen interessiert. Ihr dürft auch mehrere Vorschläge machen, ne? Also wenn euch was Besonderes interessiert, dann sagt es ruhig, schreibt es rein. Oder gucken wir mal, dass wir für euch ein schönes Video machen können. Und ich bin voller Freude und motiviert. Und das wird eine großartige Sache. Ja, und ungefähr so lang, wie jetzt dieses Video hier ist, so wird auch im Durchschnitt so die Länge eines Wing Chun Kompakt Videos sein. Und ich hoffe, du wirst uns dabei begleiten. Ich hoffe, du wirst uns unsere Arbeit mit einem Like und einem Abo belohnen. Das wäre sehr schön. Und selbstverständlich dürft ihr immer, auch wenn ihr die Videos gesehen habt, vernünftige Kritik äußern. Auch ich vergesse ja manchmal was.
worauf man zu achten muss. Wir haben ja Leute bei uns in der Community, die machen schon Jahre Wing Chun, noch das offensive, gute Zeug. So sieht es nämlich aus. Und ich freue mich darauf, von dir zu lesen, von dir zu hören. Und das wird eine großartige Sache. Ich freue mich, dass du dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Und, ach ja, da habe ich auch noch Wing Chun für dich. Das verkürzt die Wartezeit. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.